und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute wird italienisch, jawohl. Wir machen rotes Pesto und dieses rote Pesto hat sich gewünscht, die Andrea Egger aus dem Mitgliederbereich. Und dein Wunsch sei mir Befehl, es passt voll in den Sommer. Und einfach ein paar Spaghetti dazu. Basta. Lass mich euch zu den Zutaten. Also heute habe ich einen Clown verschluckt, ganz ehrlich. Heute ist mir alles schief gegangen, was hätte schief gehen können. Deswegen muss das Pesto jetzt richtig gut werden. Das ist mein Fazit. Never give up. Runter zu den Zutaten. Für das rote Pesto, was ganz klassisch italienisch heute gemacht wird, es ist fruchtig, es ist würzig, brauchen wir Pinienkerne. Pinienkerne, davon 80 Gramm, die werden wir uns gleich noch anrösten. 200 Gramm getrocknete Tomaten in Öl. Zwei Knoblauchzehen, beziehungsweise ich benutze ja meine Knoblauchpaste. Dann eine Chilischote. Ich habe jetzt die Cayenne. Und die wird nachher noch entkernt. 40 Gramm Parmesan. Ich habe hier den Grana Padano. Der ist 16 Monate gereift, weil ich möchte es auch nicht zu würzig haben, aufgrund des würzigen Öls von den Tomaten. Sonst ist das nachher wirklich, finde ich, so ein bisschen überreizt. Ja. Dann brauchen wir 95 Gramm Olivenöl, Salz und Pfeffer. Ich röste mir jetzt meine Pinienkerne an und bitte, ihr müsst wirklich darauf achten, dass die Pinienkerne euch nicht anbrennen, weil dann werden die extrem bitter, sondern haltet wirklich die Pinienkerne immer so ein bisschen in Bewegung, bis sie angeröstet sind, so leicht braun, hellbraun, und dann reicht das auch schon, weil die enthalten so viel Öl, die brennen euch sonst zu leicht an. Das reicht auch schon. Schaut mal. Lasst sie bitte nicht in der Pfanne. Ansonsten rösten die noch nach und werden euch wirklich braun und bitter. Ganz wichtig, direkt umfüllen, ja? So. Jetzt nehmen wir unseren Grana Padano. Wir brauchen 40 Gramm. Und jetzt gebt ihr noch eure zwei Knoblauchzehen dazu. Wie gesagt, ich benutze Knoblauchpaste, deswegen zerkleinere ich das jetzt hier nicht mit. Aber nehmt ihr ganz normale Zehen, bitte dazugeben. Dann wollen wir das zerkleinern. 10 Sekunden auf der Stufe 10. Das hat sich super zerkleinert. Das füllen wir um in ein kleines Schüsselchen. Wie gesagt, ich nehme ja meine Knoblauchpaste und davon gebe ich dann einen Teelöffel dazu. Das ist wie zwei Knoblauchzehen. Und stelle mir das beiseite, weil wenn ich das jetzt nicht drauf mache, vergesse ich das nachher unter Garantie. So, dann hätte ich ein Pesto ohne Knubi. Und das geht ja doch mal gar nicht. Als nächstes werde ich mir meine Chili entkernen. Weil mit den Kernen wird es definitiv zu scharf. Und dann einfach grob in Stücke schneiden. Ab in den Mixtopf. Und jetzt 200 Gramm getrocknete Tomaten in Öl. Und ich gehe jetzt nicht hin und schütte das sozusagen in den Mixtopf rein, sondern ich hebe mir die Tomaten raus und lasse kurz abtropfen. Da hatte ich die Kamera jetzt noch unten stehen. Manchmal vergesse ich die auch hochzusetzen. Das ist natürlich blöd, gell? Wie gesagt, ich lasse es so ein bisschen abtropfen. Und wenn ihr mal so ein Glas leer habt, bitte das Öl nicht verschwenden. Ihr könnt es benutzen, zum Beispiel,
um Rührei anzubraten oder halt andere Sachen, ne? Wenn ihr Fleisch anbraten wollt. Das ist total lecker, total aromatisch. Ich setze mir jetzt, ja, das geht noch, geht gerade noch so, meinen Mixi-Meiser ein, damit das alles mehr im unteren Bereich bleibt und zerkleinere das Ganze. 5 Sekunden auf der Stufe 10. Meine Pinienkerne sind gut abgekühlt und mancher würde sich jetzt fragen, ja, wieso zerschredderst du die nicht im Thermomix? Weiß ich nicht. Ich finde, es sieht einfach schöner aus und das ist ja wirklich kein Hexenwerk sozusagen, kein Aufwand, die gerade so einmal mit dem Messer durchzuhacken. Müssen gar nicht klein sein. Man will ja auch noch die Nüsse so ein bisschen im Pesto schmecken. Das ist wunderbar mussig zerkleinert. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich hoffe, ihr hört das Bum-Bum vom Basslautsprecher meines Nachbarn nicht so doll, weil der ist daheim und wenn der draußen an seiner Karre schraubt, dann ist das, ja. Man erträgt sich halt so, ne? Schaut mal. Ich denke aber, das ist nicht gerade so laut. Manchmal hat er das so aufgedreht, da versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Dann muss man immer zuerst mal rübergehen. Aber was soll's? Ist ja nicht immer so. Da hinein kommen jetzt unsere Pinienkerne. Das Öl, Knobi und Parmesan. So, jetzt Salz und Pfeffer. Das ist immer so eine Sache, da sagt man Geschmackssache. Bei der Menge und bei der Würze, die ich schon drin habe, fange ich mal mit einem Viertel Teelöffel Salz an. Und wo habe ich ihn denn, den Süßen? Hier. Einem Achtel Teelöffel schwarzen Pfeffer. Und dann müssen wir abschmecken, um zu gucken, ob das gereicht hat. Das wird jetzt verrührt. Und zwar mache ich das 30 Sekunden auf der Stufe, sagen wir mal 3,5. Dann schauen wir uns das mal an. Das sieht gut aus. Das sieht lecker aus. Schaut mal. Oh, yum, yum, yum. Und jetzt will ich das gerade probieren, ob das vom Salzgehalt so in Ordnung ist. Oh Gott. Oh. Perfekt. Mein Gott. Oha. Also, das da gibt es definitiv diesen Sommer oft. Das ist so super lecker. Mann, 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 Mann. Und jetzt gibt es gleich Futter. Einfach ein paar Spaghetti. Dann etwas Pesto.
Das Auge isst ja mit. So. Das war's schon. Bitte sehr. Das restliche Pesto habe ich mir jetzt in so ein Honigglas gefüllt und mache mir dann Olivenöl obendrauf, dass es wirklich abgedeckt ist, weil das konserviert gleichzeitig. Das hält sich jetzt im Kühlschrank ungefähr für 3 Wochen. Das Geheimnis für die lange Haltbarkeit ist nicht nur das Olivenöl obendrauf, sondern auch, dass ihr das Glas richtig gut sterilisiert. Ihr wisst ja, kochendes Wasser ab ins Glas, bis es oben drüber läuft, in den Deckel genauso, 5 Minuten stehen lassen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Innen drin abtrocknen mit einem Küchentuch, ne? Und bitte darauf achten, dass ihr mit den Händen halt mit der Haut nicht reinkommt, weil dann ist die ganze Sterilisation für die Katz, ne? Und später euer Pesto auch. Also wirklich sauber arbeiten. Und liebe Andrea, ich hoffe, du hattest Spaß an dem Rezept. Mach es dir nach. Du wirst begeistert sein. Lass deinen Kommentar hier unterm Video und lass mich wissen, wie es dir geschmeckt hat. Und ansonsten allen anderen wünsche ich noch viel Spaß bei der Nachbereitung. Bis dann. Bleibt neugierig. Eure Claudia. Ciao.